So. War das dein Halt? Die Wirbelsäule, ja. Das einmal durchgeknackst. Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, hey! Und übrigens, Larissa Schmitz ist heute auch dabei. Jetzt hört auf, mir dazwischen zu reden. Ich klinge immer wie im Keller irgendwo so. Hört auf, mir dazwischen zu reden. Und so. Das war, glaube ich, Videoaufnahme, ne? Ja, Skype oder sowas. Ja. Hallo! Guten Tag, hallo. Hallo. Hallo, ja, nach Ostern. Mhm. Ostern gut überstanden, das ist ja immer so die Frage. Das Schokodelirium. Ja. Das hält noch vor, tatsächlich. Ja? Mhm. Hast du noch vieles zum Naschen ja, zu Hause? Ja, aber selbstverständlich. Da sind die Vorräte für den Rest des Jahres gefüllt. Also wir haben in der Familie irgendwann tatsächlich mal gesagt, wir schenken uns dann nicht mehr so viel gegenseitig Süßes in Osternestern oder so, weil man da ja nicht mehr rauskommt dann irgendwann. Mhm. Deswegen habe ich dieses Jahr nur zwei so Schokohasen bekommen, die ich trotzdem wahrscheinlich nie esse, weil bei mir muss die erst jemand zerbröseln, damit ich die esse. Jemand anderes muss die zerbröseln, damit ich du die da, isst? Ja, genau, ich gehe da halt nicht ran. Das ist so, weißt du, du denkst die ganze Zeit so, oh, könntest du? Ah, dann musst du jetzt auch, dann riechst du das an und so. Und irgendwann hat es irgendwer angefangen auszupacken, zerbröselt was und dann fängst du auf einmal an, das so zu naschen. Mm. Ich sehe einen Schokohasen, dann haue ich da drauf, dann falte ich das auf. Dann würde ich kommen und esse auch was. Aber ich würde mich selbst draufhauen. Doch, natürlich. Ja, da helfen wir dir. Das kriegen wir alles hin. Ja, meine Spiegel. Mein Gott, nochmal. Ich komme nochmal rein, ja? Redebedarf. Meine Schwiegermutter und Schwiegeroma, die haben mittlerweile aufgegeben. Moment. In Spe. Danke. Oder in Spe. Noch bist du nur verlobt. Ja, die haben auf jeden Fall aufgegeben, uns nur Süßigkeiten zu schenken. Den haben wir irgendwann gesagt, sie können nicht so viel Schokolade essen, jetzt schenken die uns Salamis. Das finde ich in absolut, Haselform? Nee, einfach so halt so Snack-Salamis, ne? So Cabanossis oder sowas. Ja, mega gut. Ja, also es ist wirklich ein Highlight von Ostern auch gewesen jetzt. Ja. Einfach nicht mehr, also Schokoeier und so ist ja auch lecker, aber irgendwie so nach dem 50. denkst du ja auch, okay. Jetzt eine Salami. Ja, mindestens. ja. Ist ganz schön. Schön. Dann können wir jetzt zur Tat schreiten. Es war dementsprechend auch gar nicht, habe ich das Gefühl, so viel los in dieser Woche. Weil eine einfach kurze Woche auch. Genau. Oh, war es letzte Woche halt auch. Gesagt, aber das ist mehr viel passiert. Ja. Weil jetzt zwischen letzter Woche und dieser Woche lagen ja, oder letzten Podcast, lagen ja sehr viele Feiertage einfach auch. Das stimmt. Mhm. Ja, also Karfreitag und Ostersonntag und Montag zum Beispiel. Das ist gut zusammengefasst nochmal. Ostersamstag, der heißt aber gar nicht Ostersamstag. Karsamstag. Karsamstag, ne? Mhm. Ja. Schön. Trotzdem ist ein bisschen was passiert, das müssen wir an der Stelle auch sagen, zum Beispiel unser geschätzter Freund Theo, der fliegt nicht mehr. Oh ja, richtig. Also zumindest dieses Jahr, zum 50. Jubiläum ausgerechnet, bleibt er am Boden. Schade, ich finde dieses Brummen irgendwie immer schön im Sommer, wenn man irgendwie im Garten sitzt oder so und dann hört man das Brummen, man sieht ihn aber noch nicht, den Theo, und irgendwann kommt er dann und ich denke mir, warum? So hört sich das bei dir im Garten an? Ja, das hört sich bei an. Bei mir, wenn der die Turbine anwirft. Ja. Joshi sich an der. Oder wenn der Luft verliert, wie so ein Luftballon, genau, den man so rumfliegen lässt. Ja. Das hoffentlich nicht. Nee, ja, aber damit das nicht passiert, fliegt er ja nicht. Ja, stimmt. Wir haben mit einem Mann gesprochen, Daniel Dreier heißt der, der sich darum kümmert, dass der Theo normalerweise fliegt, aber er kann halt dieses Jahr nicht fliegen. Weil wir leider in den letzten Revisionsarbeiten Schäden an den Aufhängungen für die Banner festgestellt haben. Die sind jetzt flugtechnisch eigentlich nicht gefährlich. Also das Luftschiff wäre nicht abgestürzt, wenn es jetzt gestartet wäre, aber die führen halt dazu, dass wir luftfahrtrechtlich nicht fliegen dürfen. Und weil wir die Aufhängungen in der Form dann nicht in der Halle mehr reparieren konnten bis zum Baustart, muss das Luftschiff leider diese Saison am Boden bleiben. Also Grund ist halt die Halle, die abgerissen wird, was auch schade ist, weil diese grüne, türkisfarbene, wie auch immer, Halle tatsächlich für mich zu meiner Heimat dazugehörte. Immer, die wenn kommt ich da, ja wieder, nur ein bisschen ja, die sieht neuer ja komplett anders aus. Ja, dann. Und dann eben ein bisschen moderner. Aber die siehst du ja auch von stabiler. Überall. Und ich fand immer, wenn man so aus dem Urlaub gekommen ist oder so, war das immer so das Erste, was man gesehen hat nach der Ruhrtalbrücke. Und da dachte man, okay, jetzt ist nicht mehr weit bis zu Hause. Und jetzt ist sie weg. Die ist ja tatsächlich. Jetzt siehst du aber den Theo da wabern und weißt, oh ja, zu Hause. Naja. Er war vorher da drin. Aber dass das so eine Landmarke ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, sieht man das nicht mit dem Flugzeug auch dann ganz gut, so im Landeanflug? Ja, ja, du siehst es auch zum Beispiel, wenn du in Harzop oder so spazieren gehst auf dem Feld, dann siehst du halt auch in der Ferne immer diese Halle.
Das macht schon was her. Und wenn der Theo dann daneben steht und dann auch startet von da, das ist schon Kindheit auch. Also ich finde, das Geräusch ist auf jeden Fall auch für mich jetzt schon Kult, obwohl ich ja erst 7 Jahre hier wohne. Mhm. Ich muss aber auch sagen, ich wohne ja die meiste Zeit davon eher so innenstadtnah. Und da hängt er ja schon recht lang am Tag so rum mit seiner Werbung. Und da muss ich schon sagen, nervt es auch manchmal ganz schön, ne? Wenn du den ganzen Nachmittag mit Fenster offen irgendwie bei dir rumsitzt und dann die ganze Zeit so. Also irgendwie, ich finde das zwar auch immer lustig, wenn man so wieder am Anfang des Tages hört und dann kurz so guckt, okay, wo ist er jetzt und so. Aber dann reicht es auch irgendwie nach einer halben Stunde. Das ist dann schon ein bisschen nervig. Da gab es auch, glaube ich, bei Facebook sehr gemischte Gefühle. Ja, ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe das ja die Woche in Social Medial im Blick. Und da ist tatsächlich die Stimmung sehr unterschiedlich, was den Theo betrifft. Die einen sagen auch, ja, voll gut und gehört irgendwie mit dazu und so. Und es ist immer schön, wenn er hier rumfliegt. Und dann guckt man immer und guckt, was draufsteht. Das sind immer unterschiedliche Werbegeschichten und so, ja auch je nachdem. Und die anderen sind halt so, wie Larissa das gerade beschreibt, die halt echt genervt sind von dem Geräusch. Das sind bestimmt meine Nachbarn alle. Ja, kann sein. Ja, also ich finde es nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich finde es auch nicht schlimm. Irgendwie, also das Einzige, was mich an der ganzen Tatsache nervt, wenn er fliegt, ist, dass ich neidisch bin auf die Menschen, die da mitfliegen. Mhm. Ich würde das so gerne mal machen, aber es ist einfach unfassbar teuer, ja. Also ich glaube, eine Stunde irgendwie 360 Euro oder so. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Ich wollte das meinem Vater mal zum Geburtstag schenken und habe dann auch überlegt, nee, okay, der kriegt eine Flasche Wein. Schenk ihm doch einfach einen eigenen Zeppelin. Das ist also der Arme, der hört jetzt den Podcast und direkt so, nein, und weint bitterlich. Ja, ich würde das gerne mal machen. Und ich fände es auch cool, wenn als große Werbung dann mal Radio Essen draufstehen würde. Das hat ja doch mal einen Kostet Effekt, aber mehr oder? Als 360 Euro. Wahrscheinlich. Vielleicht kriegen wir die ja überredet, dass wir mal da irgendwie mitfliegen dürfen. Ja, so. Ja, ich finde das toll. Also du bleibst dann im Studio und ich fliege mit und schalte mich zu dir in die Sendung. Ja, nein. Wobei, wir müssten es wahrscheinlich sogar andersrum machen, weil ich bin ja so ein kleiner Höhenschisser. Also es müssen, wenn ich in diesem Ding stehe. Ja, also ich habe Höhenschisser ist auch das falsche Wort. Also ich habe eher so Schwierigkeiten mit bestimmten Räumlichkeiten, die in der Höhe liegen. Also sowas wie das Ding jetzt mit dieser kleinen Kabine und so. Mhm. Im Flugzeug zum Beispiel finde ich das jetzt nicht so schlimm, aber da irgendwie glaube ich schon. Mhm. Oder auch, ich könnte jetzt auch nicht in so einen Heißluftballon oder sowas. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Nee, das wäre mir da ein bisschen zu wackelig in diesem Korb. Und kennt ihr das, wenn ihr irgendwie ganz weit oben irgendwo steht und dann gibt es da aber vielleicht so ein Geländer oder ihr guckt so nach oben und habt wirklich das Gefühl, ihr selber schwankt so oder fliegt jetzt gleich über die Reling oder so, obwohl ihr volle Kontrolle habt, dass es nicht passieren würde. Diese Gefühle habe ich dann ganz oft und ich glaube, im Heißluftballon würde ich die ganze Zeit denken, jetzt falle ich raus. Deswegen ist das nicht sowas für mich, obwohl ich es auch gerne machen würde. Ja, allein so übers Ruhrgebiet zu schweben und eben nicht mit dem Flugzeug schnell, sondern halt relativ gemäßig wirklich zu schweben. Das ist ein Traum. Also wenn das jetzt jemand hört und sagt, ey, der Yoshi, der hat es absolut verdient, schenkt mir das gerne und schreibt mir vorher aber erst mal eine Mail. Die E-Mail-Adresse kriegt ihr am Ende der Sendung. Ja, wir müssen übrigens noch klären, warum es kein Zeppelin ist. Was ich auch immer dachte, früher hieß es auch immer Zeppelin aus Berlin, haben wir dann immer gerufen, was keinen Sinn gemacht hat, aber es hat sich gereimt. Mhm. Und früher war es auch... Nicht mal das übrigens. Ja. Zeppelin aus Berlin. Ja, was ist so ein dummer Reim? Ja, natürlich. Ein unreiner Reim. Ja, so aber gleicher, mit 4, 5 Jahren denkt man nicht darüber nach, ob das ein unreiner Reim ist. Das stimmt. Sondern denkt man... Hast du denn gedacht, dass der wirklich aus Berlin käme? Nein. Okay. Aber ich habe den kennengelernt, da war der übrigens grün noch, der Theo. Mhm. Da war das ein Fuji-Film. Nicht Heißluftballon, hier, Zeppelin auch nicht. Es ist lass uns Luftschiff. Uns hier, ja. Nee, viel besseres Wort ist es noch. Ja, hier. Dass wir ein großer Luftballon sind, der aufgepustet wird und beim Zeppelin ist es so, dass der ein starres Außengerüst aus Metall hat, auf dem eine Haut aufgespannt wird. Die fehlt bei uns halt komplett. Wir sind ein Prallluftschiff. Dieses hält die Form ausschließlich durch den Druck von innen. Ein Prallluftschiff. Prallluftschiff. Ja. Was ist da eigentlich drin? Das heißt, es gibt auch ein schlaffes Luftschiff? Ja. Das ist immer dann, wenn er am Boden ist. Ja. Ja, aber das frage ich mich, was ist denn da eigentlich drin? Also, heiße Luft wahrscheinlich. Aber das ist ja, also heiße Luft, die muss ja auch warm gehalten werden. Also wenn, dann ist es Helium oder sowas. Helium? Gas. Nee, das ist okay. Dann holt da jemand Luft. Jetzt muss ja irgendwas sein, was leichter ist als Luft. Ja, richtig. Also irgendein Gas. Weil Heißluftballon, das ist ja wegen der Flamme immer heiß. Ja, das stimmt, richtig. Ja, dann müsste es ja eine Heizung oder so haben. Naja, wir werden es vielleicht irgendwann mal erfahren, wenn das nächste Mal
wir da sind. Vielleicht müssen wir einfach unseren Stadtreporter Kostas Mitzelis nochmal fragen, der ja diese Töne geholt hat. Mhm. Vielleicht, ja, vielleicht weißt du das. Genau, haben wir nur diesen Ton jetzt nicht gehört. Ja, ich rufe den mal eben an. Wartet. Naja, klären wir noch. Auf jeden Fall gibt es da jetzt eine neue Halle bald. Soll wohl auch im Herbst, Winter fertig sein. Und dann kann nächstes Jahr der Theo wieder fliegen. Ganz aus Holz. Ganz aus Holz, ja. Damit also fast ganz aus Holz. Im Sommer darin kühler ist und im Winter darin wärmer ist. Weil die jetzige Halle hat wohl nicht so gut isoliert. Genau. Dämmung ist dann besser. So, auch die Schalldämmung soll besser sein. Die alte war 33 Jahre alt. Ja. Habe ich gelernt. Guck mal, jetzt ist sie tatsächlich schon fast ganz weg. Also die haben nur diese Folie da abgeschnitten. Und da war nur noch so ein Gerippe da, wie so ein Wal, der irgendwo verendet ist. Ja, ein sehr großer Wal. Ein sehr großer Wal. Ja, sehr schön. Direkt nebenan gibt es viele Hofläden und Bauernhöfe rund um Harzopf, Schür und Co. und Kettwig, wo man jetzt auch wieder Erdbeeren und Spargel bekommt. Tobi, lieber Erdbeeren oder lieber Spargel? Wenn du dich entscheiden müsstest, wenn beides vor dir steht. Erst Spargel und dann Erdbeeren zum Nachtisch. Okay, oh ja, das würde ich gut finden. Kombi. Dann aber grün oder weißer Spargel? Ja, also jetzt so zur Spargelzeit auf jeden Fall weißer. Und jetzt rote oder weiße Erdbeere? Natürlich rote. Oder grüne. Was sind denn weiße Erdbeeren? Ja, es gibt tatsächlich weiße Erdbeeren, die haben dann so rote Noppen. Ich glaube, die sind Fliegenpilze so heißen die. Nein, die sind auch rot mit weißen Flecken, Herr Stein. Ja. Aber ich glaube, im asiatischen Raum oder so gibt es tatsächlich diese weißen Erdbeeren mehr. Aber ja, gibt es auch. Haben wir heute gelernt in der Frühschicht, Joschi. Ne? Wisst ihr, was auch gut geht? Beides zusammen in Salat. Bah. Also Erdbeeren. Es gibt doch auch Erdbeerspargel. Es gibt auch Erdbeerspargel, wo du so eine aus pürierten Erdbeeren so eine Erdbeersoße quasi über deinen Spargelstangen da packst. Boah, nee. Also aber ich weiß auch nicht, ob das so meins wäre. Habe ich das schon mal erzählt, dass ich da absolut sehr, sehr konservativ bin. Obst ist Obst und Gemüse ist Gemüse Schnaps und das darf nicht zusammen. Ja, herzhaft und süß darf in meinem Mund nicht zusammenkommen. Also, da würde aber jeder Spitzenkoch jetzt sagen, was ist mit dir kaputt? Ja. Aber bei der Erdbeere isst du ja auch eigentlich eine Nuss. Ja, die schmeckt aber nicht nach Nuss. Erdbeeren sind Nüsse? Ja, das haben wir heute auch heute gelernt. Wir haben heute ganz viele Fakten über Erdbeeren und Spargel gelernt. Und weil die eigentliche Frucht ist, diese gelben Noppen, die so manchmal an der Erdbeere da, an dem Strauch und sowas dran sind. Das sind eigentlich die Früchte, die schmecken aber halt kacke. Und deswegen ist dieses Ding ist eine Nuss. Ich dachte, das ist die Blüte, das Gelbe. Ja, keine Ahnung. Seid ihr sicher? Es ist auf jeden Fall eine Nuss, ja, das stimmt. Das ist ja krass. Das, das ist ja wirklich krass. Deswegen müsste es auch eigentlich Erdnuss heißen, aber das gibt es halt schon. Genau, deswegen wurde das einfach die Erdbeere. Ja. Aber wer hat euch das denn gesagt? Das hat unser Reporter für uns recherchiert, damit wir das in der Frühschicht erzählen. Ja, dann stimmt das natürlich bestimmt. Mhm. Aber das, also ich hätte das ansonsten, jetzt sind wir schon ein bisschen fortgeschritten im April. Für ich habe mein Handy gehalten. Hier, ich kann es für dich nochmal ergoogeln. Nüsse. Ja. Vielleicht weiß Chefkoch da wirklich mehr. Mal gucken mal. Ja, das finde ich. Nee, es ist tatsächlich eine Nuss. Also es zählt zur Familie der Nüsse. Sehr irritierend. Ja, ja. Vor allem, wenn man, also es ist ja überhaupt keine Nuss, es ist ja weich, es ist ja wirklich eine Frucht. Also wenn ich an Früchte denke, dann an so die eigentlichen Früchte der Erdbeere sind die gelbgrünen Körnchen, die verteilt auf der Oberfläche aufsitzen. Achso, das ist aber noch was anderes als die Blüte dann noch. Ja, also die Blüte ist dann wahrscheinlich doch oben. Stimmt, das war bei mir falsch, aber ja, weil ich das nicht so als, ich sehe das immer als grün, als gelb, aber diese Noppen, die Erdbeere hat, das sind quasi eigentlich das Fruchtding an aber der Aber wo Erdbeere. Ist denn dann die Schale von der Nuss? Das wären für mich eher die Nüsse. Eine botanische Sicht um eine Sammelnussfrucht ist das. Eine Sammelnuss. Was zählt denn noch dazu? Kannst du das auch mal eruieren? Also Prallluftschiff. Ja. Prallluftschiff, genau. Sammelnussfrucht. Die Erdbeere ist ja auch kein Zeppelin. Ja, ja die sind anders gefüllt. Das sind so Worte, die man sonst später mal bei hier, wie heißt dieses hier, Galgenmännchen oder so benutzt. Sammelnussfrucht. Prallluftschiff und Sammelnussfrucht. Ja, und jeder fragt dich, was ist das? Und dann musst du das erklären und oder bei Scrabble, stoppt's. Vielleicht gibt das bei Scrabble auch viele Punkte. Das ist bestimmt auch so. Und dann kann man noch richtig auftrumpfen, weil der andere sagt, ich gucke mir jetzt im Duden nach und dann gibt es das auch noch. Ja. Oder es gibt es nicht im Duden und es kommt raus, dass das totaler Unfug ist, den wir heute Morgen erzählt haben. Nein, wir haben das doch jetzt gegoogelt. Ja, stimmt natürlich. Und Google lügt nicht. Eben. Nein. Ja, du weiß oder grüner Spargel? Du hast gesagt weiß. Weiß. Ich mag den anderen, finde ich so nussig, wo wir schon wieder beim Thema sind. Mhm. Aber vielleicht ist der Grüne ja auch eine Nuss. Ich google, nein. Ja. Nee, Erdbeeren ist auch das Beste, wo gibt, muss man sagen. Ja. Oh, ich bin ja mehr so ein Kirschfreund. Echt? Die findest du besser als Erdbeeren? Ja, auf jeden Fall. Nee, ich nicht. Ich hasse das schon, als ich immer bei der Kirsche rumpulen muss mit dem Kern und so. Ich wollte gerade sagen, wenn es Kirschen gäbe ohne Kern. So wie Trauben ohne Kern. Mhm. Dann wäre ich... Also dann wäre unangefochten die Kirsche. Gäbe es kein Halten mehr. Ich finde aber, die Erdbeere schmeckt auch viel süßer und irgendwie,
Ist fruchtiger, nussiger. Ja, irgendwie geiler. Ja, nee. Ich bin und dann noch mit Sahne. So ein, nicht so ein Bärenmensch. Tatsächlich. Also Bären. Ja. Bären sind auch nett. Ja. Aber halt. Schmecken nicht so gut. Nee, geht. Wir schweifen ein bisschen ab, ja. Was nicht schlimm ist, weil das ein Podcast ist und das absolut okay ist. Ihr könnt es auch spulen. Ja, ihr könnt wollt. Spulen aufs Ende. Nee, aber tatsächlich gibt es jetzt wieder. Also Saison geht los, wobei man sagen muss, die Erdbeeren aktuell noch ein bisschen, zumindest wenn die hier von den Feldern aus Essen kommen, noch ein bisschen sauer und teuer auch, weil noch nicht so richtig Hochsaison ist. Mhm. Mhm. Aber es läuft jetzt so langsam an. Ja. Habt ihr den Spargel schon mal gegessen dieses Jahr? Nee. Tatsächlich auch noch nicht, ne? Nee. Ich auch noch nicht. Aber, also ich esse den immer super gerne in Hühnerfrikassee. Da schneidet man ja auch so, oder kann man auch so kleine Spargelstücke reinschneiden. Das macht meine Mutter zumindest immer. Und ich habe schon bestellt, dass sie mal wieder einen machen soll. Also vielleicht. Wir essen das immer mit Erdbeeren. Das Hühnerfrikassee? Ja. Nein, nein. Aber dafür Erdbeeren mit Hollandaise. Also mit Hollandaise kann man ja sehr viel machen, muss man sagen. Nein, esse ich nicht. Aber es gibt ja Pizza Hollandaise und sowas mittlerweile. Das finde ich aber auch wiederum abartig. Ja, bin ich auch nicht so ein Fan. Aber Hollandaise kann schon echt einiges, muss ich sagen. Ja, natürlich. Ich glaube, das kannst du theoretisch auch auf alles draufpacken. Weil halt auch alles dann schmeckt wie Hollandaise. So, Schnitzel-Hollandaise gibt es auch. Schnitzel-Hollandaise überbacken. Aber das ist richtig geil. Ja. Richtig geil. Ja, das kommt ja nicht von ungefähr. Wenn keine Nachfrage da wäre, dann würde es das Angebot auch nicht geben. Ja. So, das ist jetzt der wirtschaftliche Aspekt, den ich immer einwerfen möchte. Der Ökonom. Ja. Aber ich finde Spargel klassisch am besten einfach so mit Salzkartoffeln, Hollandaise und einem Schnitzel. Ja. Das ist so Schnitzel? Ja, natürlich. Klar. Nein, Kochschinken isst man dazu. Ja, klar, genau. Also, dann finde ich lieber frischen Schinken. Also hier, nicht frisch, wie heißt es denn? Rohen Schinken. Lebendigen. Der alten einfach so ein Schwein daneben. Nee, das stimmt. Also das Klassische ist wirklich der rohe Schinken. Ja. Kochschinken kenne ich jetzt, also ja. Spargelröllchen kenne ich. Ja, das. Genau, wenn du diese umrollst, genau. Aber dafür ist frischer Spargel ja fast zu, zu gut. Aber Schnitzel kannst du dazu richtig geil essen und dann schön auch über das Schnitzel Hollandaise. Ja, natürlich, du kannst Schnitzel zu allem essen, aber so auch klassisch esse ich, auch zu Erdbeeren. Erdbeerschnitzel. Ja, Erdbeerschnitzel. Ja, so viel dazu. Das ist schön, dass wir dieses Thema der Woche dann auch geerntet haben, um mal im Bilde zu bleiben. Lasst es euch schmecken. Tatsächlich versuche ich jetzt am Wochenende oder danach mal den ersten Spargel zu kriegen. In der Hoffnung, dass er nicht so ganz teuer ist wie zum Beispiel Brot und Brötchen im Bäcker. Richtig teuer mittlerweile. 5 Cent teilweise pro Brötchen mehr. Wobei ich sagen muss, ich backe fast selber auf mittlerweile nur noch. Fast, aber auch nur fast backst du selbst. Allein schon, weil ich nicht zum Bäcker gehen will morgens um 6. Also in Wirklichkeit, das fast hieß wahrscheinlich, Joschis Freundin backt immer auf. Nein, das teilen wir uns. Also da sind wir 50-50. Es ist für die Bäcker ja auch hart. Wir haben ja mit denen gesprochen, Holtkamp, Bohrbäcker und sowas alles. Und die sagen auch, das ist für die halt auch schwierig, weil die müssen jetzt die Preise wieder erhöhen und haben halt Angst, dass noch mehr Kunden flöten gehen. Zum Beispiel in Aufbackbrötchen. Ja. Ja. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die auch teurer werden. Keine Ahnung, aber bestimmt früher oder später. Das ist doch nur Pappe. Pappe, der Preis ist noch nicht gestiegen. Ja, also es ist schon hart, finde ich. Aber das wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre sich nicht ändern. Solange der Krieg da noch wütet, wird es eher noch teurer. Das ist aber eine pessimistische Aussicht. Ja. Also Jahre Krieg wütend hoffe ich doch mal nicht für die Armen. Die Auswirkungen werden im Zweifel halt noch eine Zeit spürbar sein, je nachdem, wie sich die wirtschaftliche Situation entwickelt. Also es ist ja nicht nur so, dass wir momentan wenig aus der Ukraine beziehen können, weil da halt einfach Felder nicht bestellt werden und so weiter, wenn wir bei Mehl zum Beispiel klassisch sind oder bei Öl, sondern eben auch aus Russland da vieles kommt oder kam, nicht nur Energie. Und da sehe ich tatsächlich jetzt auf absehbare Zeit keine Rückkehr zu dem regen Handel, wie wir ihn mal betrieben haben. Und das, glaube ich, wird sich schon bemerkbar machen. Und dann sprechen wir ja auch nicht nur, jetzt kommen wir dann schon wieder in die anderen Dinge, nicht nur über Öl und Energie und all diese Sachen, sondern wir sprechen ja auch über Metalle, die wir für elektrische oder elektronische Dinge brauchen. Mhm. Also da wird sich schon auch in den nächsten Monaten und Jahren das ein oder andere verändern, was Lieferketten betrifft, was Preise betrifft. Mhm. Und ob man das alles eins zu eins so ohne weiteres woanders herbeziehen kann, das wird sich zeigen. Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt Bauer wäre hier in Deutschland, ob ich dann nicht komplett quasi mein Feld jetzt nur noch mit Weizen oder also diesen Rohstoffen für Mehl, für Brötchen und so bestellen würde. Weil im Moment ist es ja viel auch
anderes Zeug, was da angebaut wird, Kohle und sowas. Ich weiß aber nicht, ob du einfach so umstellen kannst, dein Feld. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber das genau. Muss also, man ja vielleicht dann, oder wird sich vielleicht dann rentieren. Ja, es gibt ja auch da durchaus politische Überlegungen und Diskussionen, wie weit man da Anreize schaffen kann oder nicht. Und auch dann vor dem Hintergrund, wie weit kann ich denn konventionell anbauen oder ökologisch nachhaltig. Die Diskussion gibt es ja auch schon länger, auch vor dem Ukraine-Krieg. Insofern ist auch das nicht so ganz einfach, weil man auch da ja eigentlich andere Ziele verfolgt hat, nämlich den Schritt hin zu sehr viel nachhaltigerer und ökologischerer Landwirtschaft, die aber tatsächlich einfach nicht so viel produziert und die halt teurer ist. Sowohl im Anbau als auch hinterher als Produkt logischerweise, weil sich natürlich die Landwirte das entsprechend auch wiederholen. Und das läuft halt ein bisschen entgegengesetzt zu dem, was gerade augenscheinlich die Notwendigkeit ist. Gleichzeitig hat man ja den Impuls auch zu sagen, naja, jetzt einfach alles wieder zurückdrehen und auf Deutsch gesagt drauf zu scheißen, was das mit der Natur so alles anstellt, ist vielleicht auch nicht die Lösung, die wir für die nächsten Jahre wollen, um all das wieder zurückzudrehen, was wir die letzten Jahre eingeschlagen haben. Aber das greift ein bisschen weit. So, das sind ja die großen politischen Themen, die da jetzt gerade dranhängen. Ja, da geht es ja um genau diese Neuordnung von Prioritäten. Und wie hoch hängen wir noch so Sachen wie Nachhaltigkeit, Ökologie und all diese Dinge. Und was davon wollen wir uns noch leisten und was eben möglicherweise nicht. Da geht es halt um Verteilungsgeschichten jetzt gerade. Ja, also das finde ich auch total schwierig, weil auf der einen Seite zu sagen, okay, wir müssen eine Grundversorgung haben, auch was natürlich Energie angeht. Auf der anderen Seite sagt man, okay, aber achtet bitte auf die Umwelt, weil Klimawandel mit Sicherheit jetzt nicht pausiert, nur weil in der Ukraine ein Krieg ist, sage ich jetzt mal. Das ist, also da würde ich auch ungern Politiker gerade sein. Ich glaube, langfristig gesehen ist es halt besser, wirklich den Weg zu gehen, zu sagen, nur noch erneuerbare Energien und nur noch klimafreundliche Landwirtschaft sozusagen oder zumindest mehr. Aber jetzt gerade hilft es ja nicht. Und wer weiß, wie lange diese Phase im Moment halt dauert, ne? Das kannst du ja auch überhaupt nicht einschätzen. Und auch das lässt sich ja, selbst wenn man die Entscheidung träfe, nicht so ohne weiteres machen, weil ja auch erneuerbare Energien immer wieder verschiedenen Widerständen und auch immer noch technologischen Hürden ausgesetzt sind. Also Speicherung beispielsweise immer noch irgendwie ein Thema. Dann sprechen wir immer noch darüber, wenn irgendwo Stromtrassen hergeführt werden, dass das nur in einem gewissen Abstand zu bebauten Gebieten passieren darf, genauso wie Windräder. Also all diese Diskussionen gab es ja die letzten Jahre schon. Jetzt mit den Gesetzen auch zu den Windrädern und so. Also es geht ja alles, wenn man irgendwie den Anstoß dann mal macht, auch wenn der nicht immer so einfach zu finden ist. Aber vieles davon haben wir uns natürlich jetzt auch selber eingebrockt einfach über die letzten Jahrzehnte und Sachen. Ne? Also das ist halt, ist ja immer so. Wir brauchen erst die Krise, damit es wirklich dann vorangeht. Und dann geht es halt natürlich nicht so schnell oder mit Verlusten halt auf anderer Art. Ja. Oder in anderen Bereichen oder wie auch immer. Ich meine, ganz konkret ist es ja so, ne, wenn man jetzt sagt, okay, liebe Bauern, stellt mal bitte um auf mehr Weizen oder Roggen oder was auch immer. Das geht ja auch nicht von jetzt auf gleich. Du kannst ja jetzt nicht eben was säen und nächste Woche schon ernten und danach die Woche wieder ernten. Also es geht ja auch nicht so oft. Warte, welches ist dein Mikrofon, Tobi? Du musst einmal Törö machen. Ja. Ja, gut, das ist, wird noch sehr spannend sein. Ich bin auch gespannt, was auf uns noch alles zukommen wird, was teurer wird. Also, weil jetzt schon die Grundnahrungsmittel. Selbst die Eiswaffel ist ja jetzt teurer geworden und damit die Eiskugel, weil die wiederum aus Weizen, also die Waffel aus Weizenmehl und sowas besteht und das ja teurer ist. Deswegen, ich habe jetzt 1,50 für eine Kugel Eis letztens bezahlt. Ich bin vom Hocker geflogen. Ja, Tobi, jetzt mache ich dein Mikrofon auch nicht mehr an. Okay. Jetzt. Ja. Ich wollte gar nicht sagen. Ach so, ja, weil du hast so gesagt, mach wieder an. Nee, ich hätte nur anwerfen können. Das, dann mach wieder aus. Naja, so. Also, ist halt auch wieder eines der Ketten. Um jetzt das ganz große Fass aufzumachen, geht dadurch die Schere zwischen Arm und Reich weiter auf, wenn jetzt alles wieder teurer wird, aber wir nicht mehr verdienen? Also sagen wir mal so, die Dienste, also wenn wir Arm und Reich daran definieren, was jemand an Einkommen zur Verfügung hat, dann ändert sich daran erstmal nicht zwangsläufig was. Außer, dass es vielleicht Bereiche gibt, die jetzt da möglicherweise von profitieren. Wenn ich zum Beispiel eine Ölraffinerie habe, dann könnte das sein, dass ich da jetzt ein bisschen mehr verdiene als vorher.
Aber wenn man es daran bemisst, was man sich an Luxusgütern leisten kann, dann ist es natürlich so, dass das ein absoluter Verstärker ist. Denn wenn ich 500.000 Euro im Jahr verdiene, ist mir, glaube ich, ziemlich egal, ob das Brötchen 5 oder 20 Cent mehr kostet als jetzt. Da muss ich nicht irgendwie groß drüber nachdenken. Wenn ich aber nur einen Verdienst von 20.000 Euro vielleicht im Jahr habe, dann wird es sicherlich anders aussehen und mich anders treffen. Und das ist ganz klar. Also, dass es diese Unterschiede verstärkt, da, glaube ich, muss man sich nichts vormachen. Und das wird auch sicherlich dazu führen, dass es darum, deswegen sprach ich eben so von diesen klassischen Verteilungskämpfen und der Verteilungsaufgabe der Politik, dass das in den nächsten Monaten und Jahren ein noch viel größeres Thema wird, als es das jetzt zuletzt gewesen ist, weil es einfach von einem Stichtag an, nämlich in dem Fall dem 24. Februar, Dinge massiv verändert hat. Und ja, ich glaube, das werden wir schon noch zu spüren kriegen. Ja. Schön, da freuen wir uns doch auf die Zukunft. Mit deinen Hausarbeitsthesen, ja, die du immer so zwischendurch aufstellst. Ja, und die sind alle verifiziert oder falsifiziert. Das ist einer der wenigen Fachbegriffe, die ich in der Uni gelernt habe, beziehungsweise behalten habe. Ich habe mehr gelernt, aber das nur behalten. Ja, dann lass uns auf ein, muss man sagen, tragisches Ereignis schauen, was uns auch diese Woche ereilt hat. Am Ostersonntag ausgerechnet auch noch in Borbeck auf dem Parkhaus an der Stolbergstraße. Da sind zwei junge Männer mit einem Auto oben auf dem letzten Parkdeck auf dem Dach gefahren und dann durch die Barriere und abgestürzt und dann dabei verstorben. Polizei ermittelt jetzt natürlich, ne, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Ich habe mich sofort gefragt, wie können die da oben einfach unbeobachtet ihre Runden drehen, weil offensichtlich haben die da wohl irgendwelche Fahrmanöver gemacht, das ist zumindest eine Möglichkeit, warum es dann dazu kam, dass die da runtergefallen sind. Die werden ja nicht einfach ihr Auto da geparkt haben, vermutlich, oder abstellen wollen. Und da, das ist natürlich die Frage, wie sowas überhaupt passieren kann, ne? Wir haben ja auch mit der Contilia schon Kontakt gehabt, also der Eigentümerfirma des Parkhaus. Was hatten die nochmal gesagt? Es gab Schilder. Es gab Schilder, genau. Das Rolltor wiederum ist aber auf seit Monaten und Jahren. Und ich finde, das reicht halt nicht, einfach nur zu sagen, da sind halt Schilder. Also natürlich bist du wahrscheinlich rechtlich auf der richtigen Seite, aber du musst das ja schon irgendwie in Anführungsstrichen unter Kontrolle haben, oder? Oder bist du da fein raus? Ich sehe das anders. Ich finde das schwierig, also man muss da differenzieren. Ja. Also zum einen ist es natürlich so, die Frage, wer ist schuld, ist seit dem Tag Thema auch unter jedem Facebook-Post dazu. Also immer, wenn wir eine Nachricht dazu online stellen oder bei Facebook teilen, in der es nochmal neue Erkenntnisse gibt, beispielsweise, was war mit den Schranken, jetzt kommt ein Sicherheitsdienst, der nochmal aufpassen soll, dass sich das nicht wiederholt und so weiter, dann findet da von der ersten Sekunde an die Diskussion statt, wer hat Schuld daran? Also, und die einen sagen, die Contilia, so wie du jetzt gerade argumentierst, also die hätten das sichern müssen, warum, wie kann das sein, dass man da einfach so reinfahren kann? Und die anderen sagen, naja, selbstverständlich sind die Schuldigen die Jungs, die da mit dem wieder besseren Wissens oder im Wissen, dass sie das nicht dürfen, im Auto da hochfahren, offenbar in irgendeiner Form da mit dem Auto durch die Gegend fahren, die Kontrolle verlieren und dann da runterfallen. Das kann man halt nicht dem Eigentümer anlasten. So, das sind so die zwei Positionen und da wird seit Tagen drüber gestritten. Ich habe ein schönes Beispiel, weiß ich nicht, ein Beispiel gelesen, das auf den ersten Blick sehr einleuchtend war für mich. Wenn du bei dir zu Hause die Wohnungstür auflässt, jemand geht rein und fällt oben bei dir vom Balkon und stirbt, ist das dann deine Schuld? Ja, ich habe keine Schilder aufgehängt. Naja, aber es ist ja klar, dass niemand ohne weiteres bei dir in die Wohnung gehört und da einfach reinlatschen darf, ungefragt. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen sehr einfach und sehr schematisch, aber im Grundsatz, glaube ich, ist da schon was dran. Na klar kann man darüber sprechen, wie weit, und das müsste dann am Ende ein Gericht sicherlich entscheiden, wie weit da eine Sicherungspflicht besteht, aber auch diese Baustellenschilder beispielsweise, wo dann überall steht, Baustelle betreten, verboten, Elternhaft für ihre Kinder. Also wie willst du das sichern? Du kannst ja nicht jede Gefahrenstelle, die es irgendwo gibt in der Stadt, die zugänglich ist, wie willst du die sichern? Zumal es ja auch noch, also es gab ja
eine Beschränkung, die da offenbar durchbrochen wurde mit dem Auto. Und da glaube ich, sind irgendwo Grenzen gesetzt, die dann da beginnen, wo jemand, der sich auf so eine Baustelle oder in einen solchen Bereich begibt, in dem er ganz klar erstmal nichts zu suchen hat, dann auch natürlich eine gewisse Verantwortung trägt. Also ich muss sagen, ich sehe das eigentlich genauso. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe irgendwas vor und wenn ich mich da einfach nur mit Freunden treffen will, in diesem Haus, in diesem Parkhaus oder so, ich meine, jeder von uns war mal jung und dumm oder so und hat sich an irgendwelchen Orten getroffen, wo man vielleicht von seinen Eltern noch immer gesagt bekommen hat, da gehst du jetzt aber nicht unbedingt hin. So, das ist ja alles, da brauchen wir nicht drüber reden. Das haben viele von uns gemacht und vielleicht war da auch mal der ein oder andere gefährlichere Ort bei, was auch immer die Gefahr dann dabei war. Und ich finde, kann ich ganz klar von mir sagen, dass ich immer diesen Gedanken im Hinterkopf habe, wenn jetzt was passiert, dann bin ich der Dödel, der es verursacht hat, weil ich habe ja quasi gegen das Verbot verstoßen oder ich habe jetzt irgendwas gemacht, um mich da in Gefahr zu bringen. Also deswegen ist das für mich eigentlich jetzt keine Sache, wo ich sage, da muss jetzt ein Parkhausbetreiber sagen, oh ja, ist alles unsere Schuld. Aber ich glaube, der Kernpunkt ist auch eher, dass es ja viele Anwohner berichten, wir haben davor immer wieder die Polizei auch gerufen, weil davor ja auch Jugendgruppen oder irgendwelche Gruppen da Radau gemacht haben, in dem Parkhaus laut gefeiert haben oder eben auch immer wieder quietschende Reifen oder sowas zu hören waren ja die Berichte. Und die Polizei war ja auch schon mehrere Male dann da an diesem Parkhaus und ich weiß nicht, ob sie dann die Gruppen aufgelöst hat oder was auch immer, nur Kontrolle gemacht hat. Da ist dann für mich immer so ein Punkt, wo ich überlegen muss, wann kommt halt immer dieser Moment, wo ich dann natürlich mal handeln muss, weil ich weiß, an meinem Grundstück ist jetzt schon mehrmals die Polizei aufgetaucht und mache ich dann einfach mal das Tor zu, dass da eben keiner mehr so reinkommt. Wenn dann trotzdem irgendwer vom Baum über die Bande in den zweiten Stock klettert, gut, dann ist es die andere Geschichte, aber dann ist es wenigstens nicht offen und ich kann da reinfahren fertig aus, die Maus. Also so viel Verantwortung, finde ich, muss man dann schon tragen, da reicht es für mich dann nicht, dass jemand sagt, ja, da standen ja Schilder. Klar, sind wir da wieder bei der Eigenverantwortlichkeit jedes Menschen, das Schild zu beachten und dann eben sich der Gefahr bewusst zu sein. Aber dieses Thema Eigenverantwortlichkeit kennen wir ja seit 2 Jahren sehr, sehr gut. Von daher ist das natürlich nicht immer jedem gegeben, das so zu tun. Und dadurch schwierig, aber gut, auf der rechtlichen Seite in dem Sinne mit dem Schild ist man natürlich erstmal, man hat ja einen Hinweis gegeben, als jetzt gar keinen Hinweis. Das ist für mich halt der Knackpunkt, ne? Dieses muss immer dann erst die große Katastrophe passieren, bis ich dann eben sage, ne, ja, vorher habe ich vielleicht gesagt, ja, mein Gott, dann sind da ein paar Jugendliche, die feiern, ja, okay. Natürlich, ich bin auch kein Verfechter, der immer direkt bei jedem sagt, wir Deutschen müssen alles dicht machen und nirgendwo darf Spaß sein. Das ist auch bescheuert. Aber ich finde, sobald schon die Polizei gerufen wird, dann stört es halt Leute wirklich. Und wenn die auch einschätzen, es war sehr störend und wir mussten da jetzt schon zum 9. Mal hin oder so. Ich weiß ja nicht, wie dann das alles war, mit wem sich in Kontakt versetzt. Polizei sagt dem Betreiber, diese Hintergründe sind mir jetzt gerade akut nicht bekannt. Aber das ist, glaube ich, der Knackpunkt für mich einfach. Und das ist genau die Grauzone, in der man sich dann bewegt, nämlich was ist denn dann tatsächlich der adäquate Schritt? Mhm. Also was ist denn dann noch zu erwarten vom Betreiber? Also reicht es dann zum Beispiel dafür zu sorgen, dass ein Rolltor unten ist? Ja. Reicht eine Schranke? Ja. Reicht es, einen Sicherheitsdienst zu beschäftigen? Zu wie viel Zeit? Also zu welchen Stunden muss der da sein? Wie viele Sicherheitsmitarbeiter müssen das sein, dass sie tatsächlich irgendwie gucken können, dass an allen Ausgängen, wie auch immer, da keiner reingeht? Oder wie oft müssen die Rundgänge machen? All diese Fragen, auch Kameratechnik beispielsweise, muss man das irgendwie überwachen? All diese, das sind ja alles, sind ja Abstufungen und die sind halt alle auch mit Geld verbunden. Also wenn ich ein Parkhaus besitze, das ich aktuell nicht betreibe, wie auch immer und aus welchen Gründen auch immer, dann ist das natürlich für mich als denjenigen, den das dann Geld kostet, ohne dass ich etwas daraus ziehen kann, nur die Sicherung quasi dessen, damit da keiner Mist macht, dann ist da halt auch die Frage, naja, zu welchem Maße kann man mir das denn als Betreiber in Rechnung stellen, dafür Sorge tragen zu müssen, dass eben keiner der wieder besseren Wissens, obwohl da Schilder stehen, obwohl da steht, hier darfst du nicht sein, da reingeht. So, und ich glaube, das ist halt der schwierige Teil, wo man mit ein bisschen, wahrscheinlich am Ende des Tages einfach mit ein bisschen Augenmaß, zumindest nach dem normalen gesellschaftlichen
Werteverständnis dann bei gucken muss. Und da bin ich bei dir, wenn du sagst, naja, wenn es da schon Vorfälle gegeben hat und man feststellt, okay, offenbar gibt es hier irgendwie eine Gefahrenproblematik, dass man dann in irgendeiner Form reagiert, da wäre ich, glaube ich, noch dabei, dass die Verantwortung quasi dafür wechselt. Da wäre ich dann raus. So. Also ich finde, das ist ja auch das eine, ne? Ich weiß ja jetzt gar nicht, ob bei den Vorfällen vorher eine Gefahrenlage in dieser Art gab, ne? Also wenn da Jugendliche jetzt feiern oder sich einfach treffen, ja, und dann quietschen zwischendurch mal die Reifen, heißt das ja noch nicht, dass jemand Gefahr läuft, irgendwo runterzukippen. Mhm. Deswegen finde ich das natürlich auch schwierig zu sagen, ne? Wo schätzt man das wie jetzt ein? Man kann ja, dann kannst du ja an jedem Ort eine Mauer bauen, weil man irgendwo verletzt oder und runterfallen kann. Das geht ja nicht. Also auch so, ne? Zollverein beispielsweise, solche Industriedenkmäler. Zum Beispiel, ja. Wie weit musst du da als Verantwortlicher das Ding so sichern, dass da nichts passieren kann? Das ist ja fast nicht möglich. Ich kann auch da bei der Rolltreppe umknicken, runterfallen und habe mir das Genick gebrochen. Und dann kann man hinterher auch nicht sagen. Ja, oder wie also, viele, ne, klettern da immer mal wieder irgendwo auf Zollverein an Orten rum, wo sie nichts zu suchen haben. So, das sind ja auch so Diskussionen. Und das kann man halt nicht ausschließen. Um bei deinem Beispiel zu bleiben, ich würde schon dafür sorgen, dass bei meinem Haus die Tür zu ist, wenn ich die nicht brauche, sozusagen. In erster Linie aber, glaube ich, nicht, damit du nicht haftest, wenn jemand von deinem Balkon fällt, sondern damit um dein Eigentum zu schützen. Das zum einen, und damit ich gar nicht irgendwie in die Bredouille komme, mich für irgendwas rechtfertigen zu müssen. Das jetzt auf das Beispiel umgemünzt, wenn die da ein Rolltor haben, du kommst da gar nicht rein, also es ist unzugänglich, bist du ja fast schon safe. Und wenn dann jemand einbricht, dann kannst du das ja auch nicht verhindern. Ich verstehe das halt nicht, wenn irgendwo eine Tür offen ist, dann lese ich mir nicht erstmal alle, also ich schon, aber ne, es gibt ja dann Jugendliche, die sehen halt, okay, da komme ich rein ohne Probleme, da kann ich mit dem Auto reinfahren, dann lese ich mir halt vielleicht nicht die Schilder durch. Das ist ja irgendwo auch verlockend, dann offensichtlich, wenn da Partys drin gefeiert werden, wenn du da driften kannst und sowas. Und natürlich ist da immer eine Selbstverantwortung dabei, klar, aber wenn dir das sowas schon quasi zugänglich gemacht wird, ohne große Widerstände, dann kennen wir die Menschen ja auch, dann ist man dazu verleitet, das vielleicht auch zu nutzen. Aber deswegen hast du nicht gleich Schuld. Nee, ich sag ja auch nicht, dass es Schuld ist. Ich sag nur, die sind selbst schuld, dass sie da jetzt mit drin hängen. Also ja, dem gut, hätte man auch den Weg gehen können. Ich wollte gerade sagen, man kann hinterher immer sagen, hätte das verhindert werden können. Ne? Genau. Weil es schon Vorfälle gab, auch wenn die jetzt nicht das Ausmaß waren, dass da schon mal jemand fast runtergefallen wäre oder so. Aber allein ja schon der Hintergrund, okay, da feiern vielleicht welche, da fließt dann vielleicht Alkohol, dann ist man betrunken. Also diese ganzen Kausalketten, dieses hätte, wenn, könne, kann man ja immer spielen. Und deswegen, klar, ist die Frage dann immer im Raum. Und natürlich, wenn das dann irgendwo, ja, sage ich jetzt mal, ein öffentliches Gebäude in Privatbesitz oder ich weiß es nicht, wie man das jetzt so ein Parkhaus nennt, aber irgendwie, ne, dann muss man sich dieser Frage natürlich stellen. Dann ist das vielleicht auch nicht die klügste Aussage, nur zu sagen, ja, da waren ja Schilder. Aber ich finde, wenn wir ganz klar bei der Sache sind, warum das jetzt passiert ist, naja gut, das sind halt einfach die beiden Jugendlichen, meiner Meinung nach. Ich fände es trotzdem schöner, wenn man sowas verhindern könnte. Und wenn es nur, wenn ich bei meinem Haus die Tür zumache, dann verhindere ich ja auch, dass ja jemand einfach reingeht und aus meinem Balkon springt. Also. Ja, aber letztendlich würde dir das keiner ankreiden, dass du deine Tür aufgelassen hast, weil du vielleicht runter zur Wäsche gegangen bist. So mache ja, ich das zum Beispiel schon ganz oft. Jemand sagen, schön blöd so. Oder selbst schuld irgendwie, dass da jetzt jemand bei dir in dein Haus latscht. Wenn meine Tür meinst auf du? Ist und da läuft jemand rein und beklaut mich zum Beispiel, dann bin ich ja selber schuld. Wenn ich die Haustür aber auflasse. Es würde trotzdem relativ eindeutig eine Schuldzuweisung für den Dieb geben und nicht für dich. Ja. Natürlich kann man sagen, klar, das war aber dumm. Ich hätte es verhindern können, das meine ich. Es geht ja darum, es geht nicht darum, wer schuld ist in dem Sinne, sondern ob ich es nicht verhindern kann, auch in Zukunft. Und wenn ich dann ein Tor vormache, dann fährt da keiner so eben mal einfach rein. Und es wenn, dann ja auch, nur mit Gewalt. Es gibt ja auch Sicherungspflichten für solche Geschichten. Aber das ist ja genau das, wovon ich gerade sprach. Die Grauzone ist ja dann da. Also wie weit geht die denn? Was muss ich denn tun? Denn tatsächlich die 100%ige Sicherheit, Dinge zu verhindern, die besteht, also die gibt es de facto einfach nicht. Ich verstehe gar nicht, warum gab es denn kein Tor oder keine Schranke? Ich meine, auch als Dauerparker will ich doch nicht, dass, da würde ich ja irgendwann als Dauerparker sagen, ja, kontrolliert ja eh keiner meine Ein- und Ausfahrt, oder? Also jetzt bin ich auf sehr dünnem Eis, weil ich mich mit dem Thema tatsächlich vor allem beschäftigt habe, so während der Social-Media-Diskussion und das zu ordnen. Aber ich meine, dass dieses Tor defekt war und ich meine auch, dass dieses Parkhaus ja gar nicht mehr in Betrieb war. Aber Dauerparker parken da ja noch. Ah, okay.
Das war ja dieses Spiel, dass da ja kaum einer parkt, nur so ein paar Plätze sind für Dauerparker halt vermietet. Und ja, aber es kann ja auch was mit defekten Tor und so, aber ja, ist halt schwierig. Aber ein Schuldiger wird natürlich immer gesucht, klar. Ja, doofe Geschichte in jeglicher Hinsicht einfach. Das ist halt dann auch noch ein Punkt, das sagt dann auch wieder ein bisschen was aus über die Diskussion in sozialen Medien. Diese Schuldfrage zum einen war dann Thema und natürlich auch für all die, die sagen, naja, die Jugendlichen sind das schon schuld, das ist deren Fehlverhalten, das dazu geführt hat, dass das so ausgegangen ist, dass man denen so eine gewisse Empathielosigkeit mit vorgeworfen hat, was ich dann auch ein wenig schwierig fand, weil man das ja durchaus voneinander trennen kann und muss. Mhm. Also selbstverständlich kann ich mit den Angehörigen fühlen und selbstverständlich kann ich die Dramatik und die Tragik dieses Unglückes sehen, dass da zwei junge Menschen, offensichtlich war das ja nicht deren Absicht, da ums Leben zu kommen, aus einem wie auch immer gearteten Spaß heraus, ob der drüber war, ob der verantwortungslos war, was auch immer, aber das war ja nicht deren, die hatten offenbar nicht im Blick, dass das die Konsequenz sein wird an dem Tag und an dem Abend. Das kann ich ja einerseits sehen, trotzdem muss ich die aber nicht von jeder Verantwortung freisprechen, die sie daran tragen, dass das so ausgegangen ist. So, das war halt noch einer der Diskussionspunkte, die da waren, wo ich mir denke, da hilft es vielleicht manchmal, die Welt nicht ganz so schwarz-weiß zu betrachten. Mhm. Fällt mir schwer. Ja, da hängt ja viel dran, ne? Da hingen ja auch noch Diskussionen damit dran, dann wie die erzogen wurden, ja, und so weiter und so fort. Ja. Also ne, dieses ganze Geschichte, die natürlich immer aufkommen, ja. Genauso wie wenn man mal beim Kleinkind irgendwo nicht hingeguckt hat und dort hat sich die Pfote verbrannt oder so. Mhm. Man kann den Angehörigen nur empfehlen, sich das nicht durchzulesen. Nee. Ich glaube, das ist tatsächlich, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, dass das ja ein sehr öffentlicher Raum ist, in dem dann solche Dinge diskutiert werden, dass da vielleicht auch ein gewisses Maß an Zurückhaltung auch den Angehörigen aus Respekt durchaus entgegengebracht werden könnte. Ja. Dann lassen wir das dabei. Nicht, dass wir das jetzt noch weiter spinnen. Aber zum Abschluss würde ich noch ganz gerne auf das KI-Festival zu sprechen kommen. Mhm. Die Biennale ab heute, tatsächlich, 22. April in Essen. Da geht es um künstliche Intelligenz. Mhm. Also Roboter, irgendwelche Navis oder so, die mit KI unterwegs sind. Und da hört es dann selbstlernende Geschichten sind. Ja. Also teilweise viel Zukunftsgedöns. Also es gibt super viele Ausstellungen, die wahrscheinlich alle ein bisschen merkwürdiger sind, weil sie irgendwie mit Technik zu tun haben, irgendwie irgendwas darstellen, was erstmal sehr abstrakt wirkt. Es wird viele Lesungen dabei geben, eben von so Science-Fiction-Romanen oder auch vielen Ausarbeitungen, die mit KI schon zu tun haben. Aber zwischendurch auch mal eben so spannendere Dinge. Ich glaube jetzt direkt morgen, Samstag, großer Auftakttag in der Zentralbibliothek. Da kann man so Roboter ausprobieren und Roboterrennen fahren und selbst zum Roboter werden und so. Das ist auch wirklich für jedes Alter, nicht jetzt, auch wenn es erstmal so ein bisschen vielleicht für Kinder klingt oder so. Aber und auch irgendwie Planeten in der eigenen Hand halten. Also ich glaube, das sind richtig coole Sachen. Mhm. Und von daher fand ich das sehr, sehr spannend. Und ja, du hast ja auch mit, Vasilios Danos gesprochen. Genau, und der ja auch zu Hause, glaube ich, eine Kamera hat. Genau, der ist KI-Experte beim TÜV und prüft da eben diese ganzen Programme auf ihre Fehler und hat unter anderem zu Hause auch eine intelligente Überwachungskamera, wie sie sein sollte. Genau, die soll doch irgendwie Tiere von Einbrechern unterscheiden. Genau, der hat zwei Katzen und deswegen soll die natürlich nicht die Katzen immer beim Bewegungsmelder, ne, wenn die da lang huschen, sondern eben eigentlich fremde Leute erkennen. Wenn der Mensch von oben angeguckt wird und er hat vielleicht ein etwas buschigeres Haar, dann wird das trotzdem als Haustier erkannt und die Kamera gibt keinen Alarm aus. Ja. Also wenn du Einbrecher bist, dann am besten buscheliges Haar. Genau, oder eine Katze auf den Arm mitnehmen. Das hat er mir auch in einem anderen Ton noch erzählt. Das erkennt sie wohl dann auch nicht. Also so ganz clever ist die KI dann teilweise noch nicht. Die muss er noch ein bisschen ausarbeiten. Ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall spannend, was da so generell passiert in nächster Zeit, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Es ist ja auch in den letzten Jahren schon unfassbar viel passiert mit
KI und allein schon diese Navis und sowas. Ich würde sagen, jedes unserer Navi läuft über so ein KI-Programm. Wenn du was in Google eintippst, ist das eine KI, die hinterher, die dann eben versucht, das alles in schnellster Weise rauszugucken, was du wohl meinst und finden willst. Facebook, Instagram-Feed, all diese Sachen, die ja auch so auf deine Interessen gehen und dir dann immer wieder das einspielen. Ah, das hat der eben geliked, dann ist doch das ähnlich und so. Das macht alles so eine KI. Das sind ja nicht immer Roboter, die die Welt erobern, wie man es aus dem Science-Fiction-Film kennt. Noch nicht, genau. sondern eben eher so Computerprogramme, die sehr viele Daten sehr schnell verarbeiten und eben indem man denen immer wieder Beispiele zeigt und Muster zeigt und dann immer sagt, hier, das ist, keine Ahnung, eine Katze, das ist ein Hund, das ist dies, lernen die immer von selber weiter und können das auf andere Sachen übertragen und dann auch einordnen. Das ist ganz interessant. Ja. Ist aber doof beim selbstfahrenden Auto, das hat Vasilios Danos auch gesagt, der prüft zum Beispiel autonomes Fahren auch, ist auch ein KI-Programm. Und da gibt's dann leider diese Fälle, dass das Stoppschild manchmal als Vorfahrtsschild erkannt wird oder so. Oder diese Unfälle, die man ja auch kannte, ne? Der Tesla fährt unter den LKW oder so leider. Das ist dann, weil der LKW nicht als LKW erkannt wurde, sondern das Programm dachte, oh, ist eine grüne Ampel oder irgendwie so, weil dann die Lichtverhältnisse manchmal schlecht sind und dann wirkt sich das so extrem darauf aus. Oder der Mond, ne, wie eine Ampel. Genau, der Mond wird manchmal als Ampel erkannt, dann bleibt sie stehen oder so. Ja, das ist dann, das sind so die Tücken noch. Ich bin mal gespannt, wo wir so in 10, 20 Jahren stehen und wie normal das dann für uns alles sein Vielleicht wird. Bist du dann schon irgendwie so halb Roboter oder so? Ja. Das kann durchaus sein. Also weiß man ja nicht. Man ist ja schon mit seinem Smartphone gefühlt irgendwie sehr viel Roboter und sehr viel, sehr viel in der digitalen Welt unterwegs. Und passend dazu kommt Tobi Stein wieder rein. Der hat kurz keinen Bock auf das Thema. Ja, der hat gerade kurz mal den Oder vielleicht Raum ist, hier verlassen. Vielleicht ist es jetzt Roboterstein. Roboter. Ach so, ich muss dein Mikrofon wieder anmachen. Das geht, das ist auch Teil der Technik, ja. Ja, wir waren am Ende, wir haben nur darauf gewartet, dass du deinen berühmten Satz sagst. Ach so. Und da würde ich sagen, Lichter an, Bühne frei. Ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben, wenn ihr möchtet. Das geht an redebedarf@radioessen.de. Dieses Timbre, was du dann immer in der Gut, Stimme bekommst. Gut, dass ich dafür extra wiedergekommen bin. Ja. Ich dachte, ihr seid noch bei KI und so. Das muss ich mir dann anhören. Ist das eigentlich deine sexy Stimme, wenn du die Mail sagst? Meine sexy Stimme ist so. Oh. Oh Gott. Nein. Nee, schön. Gut, jetzt sind wir ein bisschen verlegen alle. Ja, tut mir leid. Ich bin völlig angemacht von dir gerade. Ja. Also mit dieser sexy Stimme. Die Jungs hier allein lassen. Ja, schön. Dann schreibt uns gerne und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mhm. Und bis dahin ein schönes Wochenende zum Beispiel. Jo, besser ist. Ist ja hoffentlich. Ja, tschö. Tschüss.